Herzlich willkommen beim Outcast, dem offiziellen Podcast von Outnow.ch mit dem CRS, dem Mann und dem Ebe. Episode 16 vom Sonntag, 16. Februar 2014. Heute mit Lescal, Le Weekend, American Hustle und Winter's Tale. Hallo! Hallo! Wunderschönen Sonntagabend. Ja, ist es. Ist es. Wir haben einiges auf dem Programm. Wir fangen gerade an mit dem Schweizer Film. Lescal! Und ich bin gegangen und niemand von euch! Ja, bist du mal unser Schweizer Film-Experte? So speziell, oder? Aber vom Hintergrund weiss ich nicht viel. Das hat etwas gewonnen in Solothurn. Hat der Prix de Solothurn gewonnen, ja. Und das ist Jury, oder? Jury, ja. Es gibt zwei Preise in Solothurn. Prix de Solothurn vergibt Jury und Prix de Public vergibt das Publikum. Prix de Public hat Neuland gewonnen, den Film, den du ja gesehen hast. Du genau, bist so Experte in der Solothurn. Also, es ist folgendermaßen: In Lescal geht es um Flüchtlinge, die in Griechenland einen Zwischenhalt machen. In Griechenland lebt ein Mann, der selber einen Migrationshintergrund hat, der seine Wohnung untervermietet für Flüchtlinge, die dann eben weiter auf Europa oder auf Amerika oder irgendwo hin wollen. Und dort einfach mein warten, bis sie die falschen Pässe bekommen, bis der das Auto kommt mit dem Schlepper und so weiter. Dokumentationsfilm. Und es ist immer schwierig, das irgendwie zu beurteilen, weil einfach Geschichten, die die Leute haben, sind einfach wahnsinnig beeindruckend und spannend natürlich und stimmen traurig etc. Aber von der Machart ist dann halt einfach, ja, ich nehme jetzt da meine handelsübliche Kamera und schwenke die ein bisschen um und filme die Leute ein bisschen filmen. Also zum Anschauen ist irgendwie nicht, man hat sich nicht gross Mühe gegeben, irgendwie wie andere Dokus, die vielleicht noch mit schönen Aufnahmen und ein bisschen musikalischer Untermalung oder irgendwo. Es ist einfach wirklich sehr homemade. Und natürlich ist auch ein das Problem, dass er gar nie kann weitergehen, also dass er immer noch in der Wohnung ist, wo sie auf das warten, weil alles mit den Schmugglern und so und wie sie dann, wenn jetzt jemand probiert weiterzukommen, dann heisst es nachher oft, oh, er hat es geschafft oder oh, er hat es nicht geschafft, aber man sieht das ja nicht, weil da kann man nicht hinter rein mit der Kamera. Und das ist dann so ein bisschen, ja. Ist der Macher, ja, hat das dürfen eigentlich, also meine ist ja nicht alles legal, oder? Also da die Flüchtlinge, die dann eben ins Griechenland in der Wohnung hocken, ich glaube, das ist glaub auch noch ein Grund, warum... Sein Cousin hockt eben dort in dieser Wohnung, darum hat er den Film überhaupt gemacht, wahrscheinlich. Also es ist nur so im Text, so. Eben, es ist halt alles ein bisschen so angedeutet, eben wahrscheinlich, damit nicht zu viel rauskommt über die Leute. Und dann gegen den Schluss geht auf dieser Wohnung weg und konzentriert sich auf einen Streik, auf einen Hungerstreik, wo sich einer von diesen Migranten dann das Maul zugeneigt hat und dort vor der Botschaft irgendwie gesessen ist und so und gestreikt hat. Und dann verliert er so ein bisschen wie das Anfangsthema, aber ist natürlich ja, ein gutes Finale sozusagen. Also alles in allem ein 4,5. Oh, doch. Aha. Also vom Thema gerade sehr aktuell und, ja. Und auch eben beeindruckend und was die. Und vor allem die Geschichten von denen, die dann einfach, obwohl sie schon so weit gekommen sind oder so, dann wieder zurückgehen ins Land oder wo sie geflüchtet sind, weil sie es einfach nicht mehr aushalten da mit der Unsicherheit und der Angst vor der Polizei und so. Ein bisschen locker weiter, oder? Es ist ja Le Weekend. Le Weekend, bei dem Film geht es überraschend um das Weekend, und zwar ums Weekend in Paris von der Mac und dem Nick. Das ist ein Ehepaar in den besten Jahren oder vielleicht schon ein bisschen drüber. Sie checken in ein Hotel in Paris und haben dann dort ein bisschen Streit und zwischendurch haben sie aber auch wieder gute Zeiten und versuchen da so ein bisschen ihre Ehe wieder zurechtzubügen, die halt im Laufe der Jahre ein bisschen, naja. 30. Hochzeitstag, genau, ist es, glaube ich. 30. Hochzeitstag. Jo, jetzt Mitchell. Robert Mitchell, ja. Notting Hill. Jetzt wieder eine romantische Komödie, wenn man so darf sagen. Nicht darf ja, sagen, man sollte vielleicht romantische Komödie weckt vielleicht ein bisschen falsche Erwartungen. Also das ist ein bisschen romantisch ist es und es ist ein bisschen Komödie, aber es ist in erster Linie einfach recht belanglos, habe ich jetzt das Gefühl gehabt.
Um was geht es in dem Film? Die beiden kiffeln ein bisschen miteinander und dann nachher haben sie es wieder gut und dann machen sie mal so ein paar wahnsinnig verrückte Sachen und dann zeigen, ja, manchmal muss man halt dann doch wieder mal ein bisschen ausbrechen und wieder ein bisschen jung sein. Aber ich sage das alles um einen negativen Unterton. Ich habe das jetzt nicht so schlimm gefunden. Ich habe es langweilig und bemüht gefunden. Also ich schließe mich da an. Ich habe den Film auch wahnsinnig mühsam gefunden. Also einfach völlig le boring, eben, nicht le weekend. Das ewige unsympathische Figuren, die da einfach miteinander streiten und dann wieder nicht und dann wieder doch und sich so ein bisschen provozieren und dann das Ganze so ganz schlimm, so mit einem lachenden und einem brüllenden Auge. Ja, es ist für mich noch ein wehmütig und es ist für mich ein Feel-Good-Film für das Arthouse-Publikum. Wie das Arthouse-Publikum, wo natürlich dann sich zu fein ist, einfach so eine normale Hollywooder 0815 Romcom anschauen, aber da kann man ja, und das ist ja dann noch ein bisschen anspruchsvoll, aber doch nicht zu. Aber die Mischung hat für mich nicht gepasst. Das ist einfach zu. Das ist wenn man jetzt mal das genau anschaut, ist einfach klischeehaft. Genauso klischeehaft wie ein Hollywood-Film, aber eben, es ist halt ein bisschen arthausig. Und es sind ältere Protagonisten. Ich weiss nicht, vielleicht würde uns das jetzt näher gehen, wenn wir ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hätten. Ich glaube es zwar ehrlich gesagt nicht. Ich habe ja andere Filme gesehen, die auch ältere Protagonisten haben. Nebraska ist im Moment gerade im Gespräch, aber der Film hat mich gar nicht mitreissen. Ich habe jetzt vor allem jetzt einfach über die erste Stunde geredet. Wir haben dann die letzte halbe Stunde gefunden beim Jeff Goldblum, die heißt, dann die ein bisschen besser gewesen. Also ich habe die jetzt. Ich habe die besser gefunden. Nein, ich habe die schlimmer gefunden. Die dann ist der kommt die Szene. Du hast mir jetzt gerade das Stichwort gegeben. Ich hätte es eigentlich mal dich als Wort holen. Aber wenn ich jetzt das gerade sagst, muss ich einfach. Der kommt dann wieder. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es kommt dann wieder so eine furchtbare, awkward Szene, wo er dann also von allen Leuten wieder mal einfach Wahrheiten ausspricht und alle hören betreten zu. Das kennt man aus so vielen Filmen und es geht so auf den Sack jedes Mal und sie ist mir dort auf den Sack gegangen, dort hat es bei mir endgültig abgestellt. Weil vorher war es noch so halbwegs okay gewesen und dort hat gedacht, nein, bitte nicht. Ich habe immer wieder ein an Richard Linklater müssen denken. Es ist so ein wie Before Midnight. Nochmal ein Sequel, oder? Nochmal 20 Jahre später. Einfach nicht mit so interessanten Leuten. Wobei ich da jetzt also mit... nein, eben, natürlich. Lassen brechen für Before Midnight. Ja, natürlich. Nein, ich sage nicht, aber ja. Wenn es gut gewesen wäre, dann... Wenn es gut gewesen wäre, wäre es vielleicht... Ja, aber es ist leider nicht gut gewesen. Die Dialoge sind viel schlechter gewesen und... Und interessantere Leute auch. Ja. Und dann eben der Jeff Goldblum ist ja so furchtbar, wenn er das erste Mal kommt auf der Straße und der Hampelmann macht. Ja, das ist noch lustig zum Schauen, aber... Ja. Eine Figur, die ich nicht ganz so durchschauen konnte. Was mir noch gefallen hat, ist die erste Viertelstunde vielleicht, wo sie einfach so, das ist einfach so Sachen, wo man sich halt wiederfindet, egal mit einem Kollegen oder mit einer Freundin oder so in die Ferien geht, dass, ja, wer schaut jetzt die Karte, wer hat jetzt den Pass und so und hat eigentlich noch lustig angefangen und mit dem Hotel und so, ab sobald sie dann in die Suite gegangen sind. Ja. Du, ich wünschte, ich könnte mehr dagegen haben. Ich habe den Film vor einem halben Jahr gesehen. Ich habe ihn unter okay abgespeichert. Also so, ja, ist noch easy gewesen. Also ich bereue jetzt nicht, dass ich den Film gesehen habe. Ja, okay. Ja, kann man sagen, ja. Aber eben, zu okay. Ja. Willst du noch etwas dagegenhalten? Nein, oder? Aber ich weiss, viele Sachen haben mir gefallen und so, aber eben, es ist jetzt nicht ein Film, wo mir jetzt noch gross in Erinnerung ist. Weil, eben, ich weiss jetzt fast nichts mehr. Ich weiss, ja, Jeff Goldblum hat noch mitgespielt. Das sagt auch schon einiges aus. Das ist ein Film, den man schaut, ein Film, der nicht wahnsinnig provoziert, auch mich nicht. Wenn ich jetzt da negativ darüber geredet habe, das ist ein Film, der gut durchgeht, aber einfach belanglos ist. Aber ist so harmlos? Belanglos allein wäre okay, aber er versucht wichtiger zu tun, als er eigentlich ist. Und das hat mich gestört. Ja, sternenmässig gibt es eben von mir 3 Sterne, weil ich habe ihn okay gefunden, aber eben für jetzt ein halbes Jahr weiss ich jetzt nichts mehr davon. Ja, von mir gibt es 2 Sterne. Ich habe den Film enttäuschend gefunden. Hätte ein bisschen mehr erwartet, auch doch, wegen da noch ein paar bekannte Namen da dabei sind, die ich eigentlich gerne sehe. 2 Sterne auch von mir. Auch gestartet die Woche ist der 10-fach Oscar-nominierte American Hustle von David O. Russell, wo... das reimt sich. wo jetzt natürlich auch ein grosser Favorit ist für das Goldmäntli in der Hauptkategorie. Erzählt die Geschichte von Betrüger, FBI-Agenten, korrupten Politiker, ein riesen Lügengebilde, wer bescheisst wer. Und da auf Details eingehen, gehen schauen, wer überrascht ist. Alles in den 70er Jahren, oder? Genau, also ja. 1978.
Mein Jahrgang. I believe that you should treat people the way that you want to be treated. Didn't Jesus say that? Yeah. Also, always take a favor over money. I think Jesus said that as well. I don't know if he said the second one, but he might have said the first one. Everybody thought, oh, Richie DeMaso's gonna stay in the office. I'm outside on the field, I got people working for me. My ideas, I'm running the show, I'm the quarterback, and I'm not gonna settle. It's not for me to say. He wasn't necessarily in good shape, and he had this comb over that was rather elaborate. He had this confidence that drew me to him. My father, he taught me to believe that all people are good, and to be good to all people. Er hat jetzt so wieder Schauspieler zusammentrommelt aus den letzten beiden Filmen. Also Christian Bale aus The Fighter und Amy Adams aus The Fighter und Bradley Cooper und Jennifer Lawrence. Aus Silver Linings Playbook. Genau, und neu dabei ist noch der Jeremy Renner, wo aber gut da reinpasst. Wo aber auch der einzige Darsteller ist von dem Quintett, der nicht für den Oscar nominiert ist. Also irgendwie alle haben Cooper, Bale, ja. Adams und Lawrence gern und der Renner dann nicht. Ja, ist beeindruckend. Ich finde ihn super. Aber ich muss ihn in zwei Teile einteilen, den Film. Ich führe es gerade aus. Die erste Halbzeit ist reine Figurenzeichnung. Also viel Spannendes, also es braucht recht lang, bis die ganze Sache ins Rollen kommt. Es wird viel erklärt, es wird viel mit Flashbacks geschaffen. Und dann erst nach der Pause, also in der zweiten Halbzeit, geht es dann so richtig ab. Und dann, das kommt dann am zweiten Teil als gut, dass du dich so mit den Figuren angefreundet hast, weil es ist nicht so, wie man es sonst kennt aus so Betrügerfilmen, dass einfach alles geile und coole Sicher sind und alles sind Vollprofis, sondern jede Figur ist auf seine Art ein bisschen labil und es könnte, wegen menschlicher Fehler, könnte alles den Bach durchabgehen. Darum eben die erste Halbzeit eben vor allem Figurenzeichnung ein bisschen lahm, aber dann die zweite wird dann dadurch besser. Das ist jetzt meine Meinung. Das ist jetzt recht Zusammenfassung, es tut mir leid. Ich darf gerne noch ein weiter ausführen. Also ich habe von Anfang an eigentlich super toll gefunden, also auch die erste Hälfte. Bei mir ist die Aufteilung eher so ein bisschen von den Figuren her, also was mir ein bisschen, ganz bisschen Mühe hatte. Also ich finde das Film sensationell. Ich finde, alle haben die Nominationen verbiert. Ich finde, alle haben die Nominationen verdient. Ich bin nicht so ganz Fan vom Zusammenspiel Amy Adams und Bradley Cooper. Also überhaupt der Bradley Cooper, der ist mir ein bisschen zu, der hat irgendwie, ist ein bisschen schwierig für die Rolle. Ich habe das Gefühl, seit irgendwie Silver Linings und Place Beyond the Pines und so überschätzt man ihn irgendwie ein bisschen. Und da ist jetzt wieder ein bisschen für mich klar geworden, dass er da, das ist zu sehr wieder der Saubermann und das andere ist nicht richtig durchgekommen. Und also Bradley Cooper hat mich ein bisschen enttäuscht. Auch wenn seine Szene mit dem Louis C.K. super gesehen. Aber er ist also das, was ich als einziges Negativ fast jetzt will nennen. Ja, wir sind da beide sehr positiv. Jetzt, ich habe ja Silver Linings Playbook schon nicht gut gefunden, als einer von den wenigen. Und jetzt wird vielleicht auch ein bisschen von mir erwartet, dass ich jetzt da wieder den Teufels Adelkart spiele. Ich versuche die Rolle jetzt ein bisschen auszufüllen. Ich muss sagen, ich habe den Film auch gut gefunden. Es ist ein guter Film. Aber 10-fach Oscar nominiert, eben alle vier Hauptdarsteller, also da hätte ich insgesamt ein bisschen mehr erwartet. Erste Hälfte bin ich absolut einverstanden, mit dieser Figurenzeichnung hatte ich Mühe gehabt. Ich habe alle vier Figuren nie richtig greifbar gefunden. Was ist ihr Charakter? Sind das jetzt, was ist ihre Motivation für das, was sie machen? Ich habe sehr Mühe gehabt, die Figuren irgendwie zu erfassen und auch irgendwelche Sympathie oder Antipathie gegenüber denen zu empfinden. Und in der zweiten Hälfte, wie du sagst, dann überschlägt sich dann das Ereignis und dann hat es mir dann auch ein bisschen angefangen zu passen. Mir haben die Nebenfiguren gut gefallen. Jeremy Renner, eben, von dem, ich finde es eigentlich schon, dass er keine Oscar-Nominierung bekommt. Der Louis C.K., den finde ich sowieso cool. Und im Gegensatz zum Woody Allen-Film Blue Jasmine, wo er ein bisschen eine doofe Nebenrolle hatte, hat er da jetzt recht eine lustige. Die ganze Story mit dem Fischen, wo das da, das ist einer von der besten Gags vom Film, finde ich. Wo man ein bisschen so gewisse Klischees von anderen Filmen auf Höhe nimmt. Das habe ich sehr gut gefunden. Sonst, eben,
Ich hab Mühe gehabt mit den Figuren und ich habe auch ein bisschen Mühe gehabt mit dem Mix. Ist es jetzt eine Krimikomödie oder ist es, oder will der Film auch noch etwas über das Leben erzählen oder muss man da noch ernst nehmen? Es entwickelt sich dann so eine Freundschaft zwischen der Figur von Christian Bale und Jeremy Renner, wo ich ehrlich gesagt nicht ganz kann nachvollziehen, warum jetzt da so tiefe Gefühle da sind. Weil hat einmal, er mir Mikrowelle geschenkt? Ja, eben, Mikrowelle bekommen, weil sie einmal sind zusammen festen am Abend. Okay, also ja, es ist für mich irgendwie, es ist für mich dann doch mehr Krimikomödie als wirklich ein ernsthafter Film. Und darum komme ich halt wieder mit Oscar-Nominationen. Da würde ich dann halt irgendetwas erwarten, das noch ein bisschen mehr Impact hat als nur einfach so, ja, ist noch cool. Aber auch insgesamt, ja, ein guter Film. Nicht diskutieren. Ich habe jetzt mehr im Crime-Drama-Sektor gesehen. Also ich habe dann immer noch überlegt, also, dass der Film ja den Golden Globe geholt hat für die beste Komödie, / Musical. Und für mich ist der jetzt eher im Drama-Sektor, halt einfach mit ein bisschen Humor aufgefrischt. Aber als Komödie würde ich jetzt den Film nicht bezeichnen. Für ein Drama, das Drama ist es mir zu wenig näher gegangen. Ich bin nicht rausgekommen und habe nachgerübelt. Ich bin rausgekommen und dachte, oh, cooler Film gewesen. Also es ist ja immer wieder erwähnt worden, es ist eindeutig ein bisschen Goodfellas und Scorsese-mässig. Da mit den die vielen Pop-Songs, wie es zusammengeschnitten ist, die vielen Ich habe mich zwischendurch gefragt, wo die Musik von Danny Elfman geblieben ist. Das ist ja im Abspann dann als Komponist gekommen, aber es sind ja nur Pop-Songs. Oder dann habe ich es einfach nicht mitbekommen. Und was mir aber speziell eigentlich gefallen hat, sind eigentlich die Figuren, die jetzt dir ein bisschen dagegen gewettert haben. Und zwar, dass die irgendwie am Schluss einfach geschafft hat, also, dass man da richtig Leid da hat, oder? Obwohl das eigentlich ein Scheiß ja, es ist wie das Wolf of Wall Street Prinzip. Ah, du meinst jetzt von Christian Bale? Ich rede von Christian Bale hauptsächlich und auch der Amy Adams. Also die zwei mit denen sind ja eigentlich die Hauptfiguren und ich bin voll mit denen mitgegangen. Und ich habe gerade mit Christian Bale seine Figur Mühe gehabt zu erfassen. Was ist jetzt, was ist das für einen und warum macht er das? Und was, aber das siehst du schon seit der Kindheit, oder? Ja, also, dann mit dem kurzen Schnitt in die Kindheit rein siehst du, warum er jetzt ein bisschen auf die schiefe Bahn gekommen ist. Aber Ich habe Mühe, also eben, wie gesagt, ein guter Film, aber mit diesen Aspekten habe ich ein bisschen Mühe gehabt. Ich bin nicht wirklich mit den Figuren mitgegangen. Also ich finde es eben gegenteilig. Ich finde eher das Bescheisszeug und die zweite Hälfte, das ist halt, wie wir es kennen und wie so. Es ist trotzdem spannend und lässig und so. Aber ich finde speziell am Film sind eigentlich, dass er eben mit den Figuren eigentlich tiefer geht als irgendein Ocean's Eleven oder so. Genau, eben das, was ich vorher angesprochen habe, eben, dass jeder ein bisschen seine Macken hat und eben, dass alles könnte gescheitert, dass wegen den kleinsten Sachen können so etwas schief gehen, eben, wo Jennifer Lawrence ihre Figur mal halt zu der Mafiosis übergeht und schwätzen, dass oh nein, jetzt geht alles der Bach durchab und das habe ich noch sehr interessant gefunden. Also jeder ist irgendwie so eine tickende Zeitbombe von diesen vier Main-Players. Mhm. Und plus eigentlich so völlig böse und völlig gut gibt es in dem Film nicht. Das sind alle sehr schön ausgearbeitete Grautöne. Ich gebe 5 Sterne, die erste Halbzeit 4, weil ich halt ein bisschen Mühe hatte, um reinzukommen. Die zweite Halbzeit habe ich super gefunden. Ich danke, dass du Scorsese erwähnt hast. Das hat mich sehr an Scorsese erinnert, die zweite Halbzeit. Und ja, gelungene Hommage. Darum 6 für die zweite Hälfte, gibt einen Durchschnitt von einem 5. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, es war bis jetzt der beste Film von diesen Best Film Nominees, die ich bis jetzt gesehen habe. Fehlen tut mir jetzt gleich nur noch Philomena und Her. 4,5 Sterne. Ein guter Film. Ein Meisterwerk ist es aber nicht. Knapp kein Meisterwerk, 5,5. Bleiben wir bei dem Meisterwerk. Yo! Kommen wir mal zum Winter's Tale. Es war Valentinstag, es ist Zeit für ein bisschen Romantik. Und der Akira Goldsman, Autor von Batman und Robin, lässt Winter's Tale auf uns los. Und anders kann man es nicht sagen. Ich muss ausbaden. Colin Farrell spielt Peter Lake, ein Dieb in New York, der von seinen Eltern ausgesetzt worden ist dort. Und er ist dann aufgewachsen beim Russell Crowe, seiner Figur, an einem Gangster, und ist eben dann in der seiner Gang und stillt für ihn und so. Und dann aber eines Tages kommen die in Streit und es gibt Probleme. Das ist aber alles nicht wichtig, weil er lernt dann ein nettes Mädchen kennen bei einem Einbruch und verliebt sich in sie.
einfach sofort, als würde sie sich schon ewig kennen. Und die hat aber Schwindsucht und ja, ist noch am Tod sozusagen. Und jetzt genießen sie aber noch die letzten paar Tage, die sie haben. Schön. I'm Abby. What's your name? I don't know. Sunlight comes creeping in. I've had no memory for as long as I can remember. I appreciate the help. Stories of what we did. It made me think of you. It made me think of you. Beverly. Her name was Beverly. What's happening here? Es war schön, über den Film zu diskutieren nachträglich. Wir haben viel gelacht. Ja, also wir haben uns eigentlich sehr gut amüsiert mit dem Film. Wenn wir vorher, aber nicht während dem Film, sondern wir haben uns über den Film haben wir uns amüsiert. Ja, Also während dem Film war es einfach ein Kopfschütteln und darf doch nicht wahr sein. Das ist so die meisten Gedanken, die ich habe während dem Schauen. Hä? Was ist jetzt das und so? Und für wer ist der Film gemacht? Und es ist so ein bisschen, ja, man schießt einfach in die Hand. Es ist so ein bisschen das Ed Wood-Feeling. Einfach ein Film, der einfach so Hafenkäse ist, dass es einfach wahnsinnig lustig ist, da zum Schauen. Man kann es gar nicht recht ernst nehmen. Aber eben, wenn man mit Le Weekend vergleicht, da haben wir gerade vorne gesehen, yeah. Also der Mann und ich. Und Le Weekend ist einfach so ein bisschen, man kann nicht wirklich drüber hässig sein, aber der ist einfach wirklich so blöd gewesen. Es gibt eine Storywendung, wo man denkt, was soll jetzt das wieder? Und dann kommt irgendwann noch ein Gastauftritt vom bekannten Hollywood-Star und denkt, okay, ja, ich glaube, jetzt wird es dann vollkommen absurd. Aber ja, es ist eigentlich sehr lustig aus dem Gesichtspunkt. Ich bin genervt gewesen. Ich habe es erst nachträglich und ich es lustig gefunden. Während ich den Film geschaut habe, bin ich genervt gewesen. Ja, und ich habe gehofft, dass es bitte ganz schneller rum und mach Fürschi. Er bekommt gehofft, aber nein, das ist eigentlich schon von Anfang an. Also, es hat sich von Anfang an gezeigt. Es war von Anfang an verloren gewesen, wie die Liebe. Also eben, du hast nach zwei Minuten gewusst, sie stirbt. Dann so, ja gut, dann hebt das wahrscheinlich nicht lang, dann kommt der Colin und dann so irgendwie dich das Innenversetzen, dich reinzufühlen, ist irgendwie auch nicht gegangen, weil Chemie ist irgendwie komisch zwischen den beiden Darstellern. Nichts funktioniert in dem Film, nichts. Völlig zweiteilt, dann kommt plötzlich eine andere Story. Und ja, man weiß auch nicht genau, wie jetzt die beiden, es wird schon ein bisschen erklärt, aber dann doch nicht ganz. Und ja, das müssen wir dann vielleicht auch im Spoiler noch diskutieren. Ich finde es ein bisschen schade für Jessica Brown Findlay. Die ist bekannt aus Downton Abbey und sie hat jetzt da ihre erste Rolle. Also ich weiß nicht, ob es die erste ist, aber zumindest in einem grösseren Hollywood-Kino-Film, der jetzt auch zu uns ins Kino kommt. Aber eben ihre Figur, wie alle Figuren, ist ja sowas von blöd und kitschig und klischeehaft, dass man sich an den Kopf langen muss. Eben, es ist ein bisschen schade. Ich habe sie gerne gesehen in Downton Abbey, aber da ist sie wie alle anderen einfach nur vorig. Ich glaube, wir müssen in die Spoiler-Sektion, ja. Weil also anders geht es nicht. Also. Ich gebe einfach mal 3 Sterne für den... Oh, was? Wie bitte? Für den Unterhaltungswert. Also es ist ein 0-Stern-Film, vom filmischen her und so. Aber ich habe es, ähnlich wie Batman und Robin, da schaue ich auch immer wieder gern. Da habe ich es lustig dabei und denke mir, das sind einfach 200 Leute irgendwie, haben da dran geschafft und gefunden, doch, das ist etwas. Und ja... Ich finde es einfach so unglaublich und ich finde es auch unterhaltsam. Ich gebe 3 Sterne und ich finde, man sollte den Film schauen. Ich kann mich der Empfehlung anschliessen. was die Sternwertung betrifft, bei Filmen, die man gut, also sogar sehr gut findet, überlegt man sich oft, soll jetzt da die 6 Sterne geben oder nicht? Da ist jetzt umgekehrt. Sind jetzt die 0 Sterne geben oder nicht? Ja, ich gebe die 0 Sterne. Ich finde, der Film hat alles gemacht und hat sich die 0 Sterne redlich verdient. Ich bin ein bisschen gnädig und gebe einen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr so recht, wieso. Ja, die einzelnen Szenen sind noch schön gewesen. So ein Brückli-Fight und so. Und hat mich wieder mal animiert, zum Konstantin zu schauen. Und das ist eigentlich auch mal okay. Aber das geben wir jetzt in die Spoiler-Sektion. Gut, nächste Woche haben wir im Kino. Wir haben George Clooney sein neuestes Regiewerk, The Monuments Man. Dann haben wir Dallas Buyers Club mit dem Matthew McConaughey. Und Stromberg, der Film. Die Kinoversion von der beliebten deutschen Serie, die wir ja alle geschaut haben. Bei wem ist die beliebt?
Also, Spoiler für Winter's Tale. Ja, wo fangen wir an? Ja, plötzlich mal hat er ein Dämonengesicht, der Russell Crowe. Der fällt es eigentlich ja, genau, an, dort sieht man, das sind irgendwie, das ist kein normaler Mensch. Das ist irgendwie irgendjemand Böses. Also gut, dass man das also böse sagen wir es so, der Lucifer kommt vor im Film und wird gespielt von Will Smith. Genau. Also, das ist ja schon mal Wahnsinn. Und alle Trailers haben das weggelassen, das Fantasy-Element, bewusst irgendwie. Und es ist dann so völlig überraschend für mich oder mit fliegenden Pferden und Fäden zwischen Gut und Böse und genau, es ist der Grund, warum ich vorher gesagt habe, dass ich mich animiert habe, zum Konstantin zu schauen. Es ist Konstantin-Geschichte. Also du hast Engel und Dämonen, die um das Schicksal der Menschen spielen. Aber du darfst nicht direkt Einfluss nehmen, sondern du musst die Menschen in deine gewünschte Richtung bringen, ein bisschen schieben und so, aber darfst nicht direkt involvieren. Am Schluss kommt ja dann so eine richtige Moral. Das Universum schaut uns Menschen zu und hat einen Plan für uns alle. Das ist fast so zynisch. Zynisch blöd. Es geht uns allen so gut. Wir haben ich kann das irgendwie gar nicht in Wort fassen. Das ist einfach so doof, so esoterisch, aber ja, was will man da sagen? Es ist einfach doof. Das ist richtig. Und Colin Farrell ist eben ein Wunder. Und darum, seine Liebe stirbt dann hier im Dornröslibett. Und dann kommt er aber, dann lebt er aber weiter, weil es ist doch nicht sein Zweck auf dieser Erde, das, oder? Sondern er muss eine andere Rothaarige retten, das ist prophezeit. Ja, dann kommt einfach Jennifer Connelly mit ihrer krebskranken Tochter. Und dann zufälligerweise rote Haare. Nein, aber für das Mädchen ist er eben da gewesen, der Confirm. Ja, das Mädchen hat er jetzt. Aber wir wissen nicht, was mit dem Mädchen ist. Es ist nicht einmal, das Mädchen wird nachher irgendwie Präsidentin oder was weiß ich. Das noch irgendwie ja, kommt vielleicht dann in der Fortsetzung. Muss eine Präsidentin sein. Völlig, darum sind wir da völlig nicht mehr dabei in dieser zweiten Hälfte. Also, überhaupt die kleinen Mädchen haben sowas von genervt. Es kommt in der ersten Hälfte ein kleines Mädchen vor. Und das kleine Mädchen kommt dann in der zweiten Hälfte wieder vor. Als 110-jährige Chefredaktorin von der New York Times. das sind so Szenen, wo man einfach nur lachen muss, weil es so blöd ist. Aber es ist ja die Eva Marie Saint, die 100-Jährige oder was auch immer spielt. Das ist für Filmfans noch bemerkenswert, da die ja in Hitchcock-Filmen gespielt hat. Ja, was kann man noch sagen über Spoiler? Ich kann nicht etwas vergessen. Du, nein, also. Es hat ja noch viele Aspekte gegeben und auch noch wenig. Ja, aber dass dann am Schluss der Colin Farrell, der lebt ja dann 100 Jahre und hat dann nur lange. Aber 80 Jahre lang hat er Amnesie. Und dann 80 Jahre lang hat er seine Haare wachsen lassen und dann hat er mal gesagt, er nachher aus wie der Jesus. Und dann schnitt er sich wieder. So Zeichnungen im Center. Man sich und er hat eine Wohnung in New York und er schafft nicht. Und man fragt sich, was er gemacht hat, all die 80 Jahre. Nicht nur einen Personalausweis, sondern dann mal geht in die Bibliothek fragen, ob er etwas anschauen kann. Ja, aber schon Personalausweis, das habe ich nicht. Also, ja, aber du bist ja jetzt 80, 100 Jahre bist du schon rum. Ja, und die Figur von der Jennifer Connelly, die er dann in der Bibliothek trifft, da fragt man sich, was soll die Figur? Rezepte. Die ist Koch-Kolumnistin bei der New York Times und geht für dich, dass ich bei der Bibliothek recherchiere. Und kennt sich dort offenbar, ist dort offenbar Stammgästin. Ja, also einfach so Zeug, wo. Da fragen sich, haben die Drehbuchautoren das extra gemacht? Es passiert ja auf einem Buch. Und ich weiß nicht, wie dick das ist, aber es war ein Herzensprojekt vom Goldsmann, wo dann eben. Das Buch dann umgeschrieben hat für das Screen und eben eine Regie geführt hat. Aber das, was letztendlich auf der Leinwand gelandet ist und so, gibt überhaupt keinen Sinn. Und ist all die Leute machen da einfach mit. Ja, also man muss ja sagen, der Goldsmann ist ein einflussreicher Mann und hat ein paar gute Sachen gemacht in seiner Karriere. Er ist ja Oscar-Preisträger, was man wieder vergisst. Und zwar für A Beautiful Mind hat er den Oscar geholt. Die Hauptdarsteller für Beautiful Mind waren Russell Crowe und Jennifer Connelly, die für ihre Rolle damals den Oscar geholt hat. Und ja, die haben dem Goldsmann jetzt den Gefallen gemacht, auch der Will Smith. Der Goldsmann hat vor 7 Jahren das Drehbuch zu I Am Legend geschrieben. Also es war einfach noch ein bisschen Gefallen gewesen. So, ja, kommst für zwei Tage Set und so. Das Drehbuch musst du nicht lesen, komm einfach und spielen und liest die Linie vor und gang wieder. Ja.
Er ist blöd. Also blöd ist, glaube ich, irgendwie das meistgenannte Wort, das wir jetzt blöd verwendet haben. Auf die beste Art. Nein. Lassen Sie. Also, nein, also ich kann eure Empfehlung nicht teilen. Gehen schauen. Das hast du nicht das Gefühl, das ist vielleicht in 10 Jahren so ein richtiger Partyfilm? Also, ich könnte mir das schon vorstellen. Nein, also, für das hat er zu wenig Action und nein. Also du musst... Aber hey, jetzt fliegen sie raus. Horse, genau. Also. Das wird jetzt zu weit, genau. Für das Trinkspiel wäre es ideal. Wenn du Horse sagst, musst du einen Shot trinken. Es ist ja lustig, dass das Horse keinen Namen hat. Ich meine, in einem normalen, ernstzunehmenden Kitschfilm würde das dann irgendwie so Nachtschatten heißen oder irgendetwas, aber nicht einfach Horse. Ross, komm mal, Ross, mach etwas. Ja. Und das mit den Sternen. Nein, es ist einfach... Es ist herrlich schlecht. Gute Nacht. Tschüss.